Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute werden wir Milchreis kochen mit Kokosmilch, ja, komplett vegan. Und dazu so eine Fruchtsoße einfach, eine rote. Und dann fangen wir jetzt auch gleich mal an. Zuerst nehme ich hier die Kokosraspel. Hier habe ich eine Pfanne. Die werde ich komplett ohne Öl ein bisschen Farbe geben lassen. Wenn ihr nach Milchreisrezepten schaut, dann werdet ihr wahrscheinlich feststellen, dass jeder irgendwie eine andere Rezeptur hat. Ne? Manche komplett andere Mengenangaben einfach. Manche nehmen 600 Milliliter Flüssigkeit zu 150 Gramm Reis. Manche nehmen 450 Flüssigkeit, also weniger, für 200 Gramm Reis. Und dann denkt man so als Laie, sage ich mal, hey, was soll das? Das kann ja gar nichts werden. Aber jeder hat ja seine eigenen Vorlieben, wie er den Reis haben möchte oder gerne mag. Ich mag es gerne flüssiger und so werde ich es auch heute zubereiten. So, jetzt bekommt es auch schon langsam Farbe, wie ihr seht. Und jetzt müssen wir vorsichtig sein, weil jetzt kann es wirklich schnell gehen. So, das langt auch schon. Nehme ich hier alles wieder raus. Wenn hier was übrig bleibt, macht gar nichts aus. Jetzt nehmen wir 2 Teelöffel. Esslöffel meine ich natürlich, ich sage immer Teelöffel. Zucker. Lassen wir es kurz schmelzen. So, die Hälfte ist jetzt schon geschmolzen. Dann gebe ich hier meinen Milchreis dazu. Und dann mit Kokosmilch ablöschen. So, einmal umrühren. Und das stelle ich dann zur Seite. Soll das einfach hier weiter köcheln. Hier machen wir jetzt unsere rote Fruchtsoße. Geben wir auch 2 Esslöffel Zucker mit rein. Lassen jetzt kurz karamellisieren. Und auch hier, wenn es schon langsam Farbe bekommen hat, solltet ihr vorsichtig sein, weil jetzt geht es schnell. Das langt auch. Dann gebe ich einen Teil davon rein. Warten, bis sich der Karamell aufgelöst hat. Solange einfach nichts machen. Ach, was mir gerade aufgefallen ist, ich habe vergessen, Vanille in unseren Milchreis zu geben. Das mache ich jetzt nachträglich natürlich. So, das war jetzt ein Esslöffel. Das ist so eine Vanillepaste. Die ist ziemlich günstig und auch lange haltbar. Lohnt sich auf jeden Fall. Ihr könnt aber auch Vanillezucker nehmen. Dann solltet ihr aber auch weniger Kristallzucker hinzufügen als ich. Das duftet jetzt schon so gut nach Vanille, Kokos. Ach, ich liebe das gerne. Es macht so Spaß. Falls ihr bisher stille Zuschauer sein solltet, dann fangt jetzt wirklich an zu kochen. Das macht so Spaß. Und vor allem dann auch noch mit Freunden. Kann ich euch nur empfehlen. Diese Soße wird eine Art rote Grütze. Nur werde ich hier keine zusätzliche Flüssigkeit hinzufügen, weil wir wollen es wirklich kompakter haben. So, ab und zu mal hier umrühren, aber das passt schon, sieht sehr gut aus. So, die Fruchtstückchen sind schon teilweise kaputt, aber ich mache sie auch absichtlich kaputt. Man könnte es jetzt auch pürieren, aber ich möchte halt, dass da kleine Stückchen noch drin sind. So sieht das Ganze aus. Und jetzt gebe ich die restlichen hinzu. Also die restlichen Früchte natürlich. So. Und hier geben wir jetzt auch Vanilleextrakt rein, allerdings wirklich nur ein Teelöffel diesmal. So, jetzt habe ich runtergeschaltet. So, das Obst ist jetzt auch heiß, nicht mehr gefroren. Die Konsistenz ist super, genauso wie ich es haben wollte. Ich schiebe es einfach zur Seite und hol unseren Milchreis her. Und das lassen wir jetzt einfach weiter köcheln, bis es weich genug ist. So, wie ihr seht, es ist sehr schön cremig geworden und genauso mag ich es. Wenn ihr es jetzt einfach so stehen lässt, wird es noch kompakter. Aber ich mag das wie gesagt so. Ihr könnt es auch in Behälter abfüllen und dann über Nacht kalt stellen und dann als Dessert essen. Ne, kalt geht natürlich auch. Aber ich esse es am liebsten so, in dieser Konsistenz heiß. Okay, dann werde ich jetzt gleich mal anrichten.
Und ihr solltet aufpassen, denn Kokosmilch hat sehr viele Kalorien, so ähnlich wie Sahne. Also nicht, dass ihr zu viel isst und euch danach schlecht geht. Dann ein bisschen von der Fruchtsoße und dann was von unseren Kokosraspeln. Einfach oben drauf. So, fertig ist das Ganze. Ja, sehr, sehr lecker. Hab's vorhin nochmal probiert, bevor ich es angerichtet habe. Und es geht natürlich auch sehr schnell. Ihr müsst nicht viel machen und schmeckt halt eben super. Nur sehr kalorienreich. Ne? Also wenn ihr die Kalorien zählt, dann solltet ihr das vielleicht nicht jeden Tag essen, aber auf jeden Fall wirklich sehr, sehr lecker. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen, falls es denn tut, und dann bis die Tage. Ciao!